Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Mein Marstand TV. Heute sind wir bei Klaus Hinrichs und ja, Mylord, der hat sich hier gerade versteckt. Das sind nämlich die Rinder von Klaus und das Wetter ist perfekt. Ja, die Sonne ist da. Nur weil wir heute live gehen, scheint auch mal richtig schön die Sonne. Die Wolken haben sich verzogen. Die Lichtverhältnisse müsst ihr bitte entschuldigen, aber ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Auf jeden Fall, damit es mehr Leute sehen, teilt das Ganze bitte. Und solltet ihr Fragen haben an Klaus oder an mich oder generell, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Klaus, ich habe gerade schon angekündigt, dass du bei uns bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, mein Name ist Klaus Hinrichs, bin 52 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter und ja, das ist so. Hier sind wir auch im elterlichen Betrieb und bin jetzt hier so der Betriebsinhaber. Hast du noch mehr Fragen? Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Seit wie vielen Jahren züchtest du jetzt schon deine Rinder? Ja, früher mit Vater haben wir zusammen angefangen, 1987, also seit 32 Jahren. Dann mit der Mutterkuhhaltung, ich persönlich bin dann 1992 damit angefangen, damals die Betriebsteilung gemacht und ja, seither bin ich eigentlich Und du gehst ja auch auf Wettkämpfe, sagt man ja, oder auf solche, ja, wie nennt man das, Wettkämpfe? Nennt man das Wettkämpfe? Ja, oder? Schauen, eigentlich Show. Auf Tierschauen, okay. Landesschau. Waren jetzt letzten Wochenende erst in Darmstadt bei der Landesschau für Fleischrinder. Mhm. Und dann war auch hier unser Mylord dabei. Er hat den 1B-Preis in seiner Gruppe gewonnen. Okay, was bedeutet 1B? Was ist das? Was in seiner Altersklasse war er der Zweitbeste. Ach, schön. Ja, die 1A müssen dann nochmal gegeneinander antreten, mhm, und die machen dann nachher den Siegerbullen aus. Stark. Wie bist du denn damals zu der Limousinenzucht gekommen? Also kam das aus dem elterlichen Betrieb heraus? War das deine eigene Motivation? Wie hat das Ganze begonnen? Ja, wir haben 1987 nach Alternativen gesucht zur Milchviehhaltung. Mhm. Wir wollten noch was zusätzlich machen und da mein Vater dann damals Milchwagen gefahren ist, ist er viel rumgekommen und hat diese Rasse auf einem anderen Betrieb kennengelernt und hat erzählt, dass er auch gerne solche Rinder hätte. Okay. Und dann haben wir uns dann ein paar Kühe gekauft, ich glaube 5 Stück an der Zahl. Mhm. Und so ist das dann damals entstanden. Okay. Was ist denn das Besondere an den Limousinenrindern? Also du sagtest ja gerade, es ist eine Rasse. Was zeichnet jetzt das Limousinenrind aus? Was ist so das Charakteristische für solch einen Rind? Das ist also sehr widerstandsfähig. Kommt ursprünglich aus Südwestfrankreich, mhm, aus der Region Limousin. Die Hauptstadt ist da Limoges. Mhm. Und die sind ursprünglich gezüchtet worden als Zugtiere. Okay. Die wurden dann vorher von Pflug gespannt oder von Karren. Genau. Und haben dann nebenbei ihr Kalb noch ernährt und großgezogen. Mhm. Und da haben die auch festgestellt, dass das Fleisch sehr besonders zart ist und ganz fein marmoriert. Und also so in der französischen Küche auch kaum wegzudenken. Also es ist wirklich sehr begehrt und sämtliche Gourmetpreise haben die eigentlich schon gewonnen, mhm, also vom Fleisch her. Und war das so die Motivation, so daher, dass ihr euch für diese Rasse entschieden habt, diese auch zu züchten? Mhm. Oder hat das diese Beweggründe oder gab es da noch andere Beweggründe? Ja, in erster Linie wollten wir Rinder züchten, mhm, und die Zuchttiere dann weiterverkaufen für, mhm, die Zucht. Und dann sind ja nicht immer 100% der Tiere Zucht geeignet. Mhm. Dafür muss man sich dann einen Weg überlegen, was man damit macht. Ja. Und die herkömmliche Schlachtung, das war immer ein bisschen schade, weil dieses Superfleisch irgendwo in einem riesen Schlachthof untergegangen ist, mhm, unter den 1000 anderen Rindern, die da geschlachtet wurden. Ja, okay. Und da haben wir uns überlegt, das über die Direktvermarktung zu machen. Schön. Mhm. Dass die Kunden, die so ein Fleisch suchen, auch die Chance haben, das direkt bei dir einzukaufen. Am Hof zu kaufen, ja, oder eben über meinen Marktstand. Ja, meinen Marktstand, genau. Und wie viele Tiere habt ihr jetzt hier auf dem Hof? Wie viel habt ihr bereits gezüchtet in den letzten, also wie viel habt ihr aktuell auf dem Hof? Aktuell haben wir so um die 100. Mhm. Das sind ja ca. 40 Kühe mit entsprechender Nachzucht, also männlich, weiblich. Jährig, einjährig, zweijährig, mhm, so sind das ungefähr um die 100. Um die 100. Und du hast dich jetzt zertifizieren lassen, und zwar auf den ökologischen Betrieb hast du dich irgendwie zertifizieren lassen. Was genau bedeutet und seit wann bist du zertifiziert und warum hast du dich überhaupt zertifizieren lassen? Ja, wir sind vor 3 Jahren angefangen mit der Umstellung auf Bio, mhm, weil die Wirtschaftsweise, die wir schon seit etlichen Jahren, ja, eigentlich
machen, dass die Umstellung gar nicht groß war. Das war eigentlich so ja, vom Bauch heraus sagen, das ist keine große Umstellung gewesen. Und die, die das Fleisch vor 10 Jahren bei uns gegessen haben, werden jetzt keinen Unterschied feststellen, weil das auch vor 10 Jahren schon gut war. Ja, schön. Aber das lässt sich dann besser oder schöner verkaufen mit Bio-Zertifikat. Ja, zum höheren Kilopreis dann nachher, wenn man sagt, oder ist das eine wichtige Rolle dafür? Ja. Wahrscheinlich, okay. Das ist ein Punkt und der andere Punkt ist eben, dass bestimmte die Umstellung auf Bio auch gefördert wird. Mhm. Ah, ja, von der stimmt. EU und ja, genau. Vom Land. Und das ist natürlich auch so ein prämienrelevantes Ding dann. Aber das war nicht jetzt der ausschlaggebende Punkt, sondern weil wir eigentlich uns da nicht mehr groß umstellen mussten. Mhm. Okay. Und wir sind ja, wir sitzen ja auch gerade eigentlich auch direkt davor. Also ihr seht es ja auch im Hintergrund, dass die Tiere hier, also wie viel Hektar Platz haben die hier? Wie viel sind, also wie viel Auslauffläche haben die hier zur Verfügung? Diese Herde hat jetzt hier ungefähr 6 Hektar. 6 Hektar. Und insgesamt der Betrieb, da haben wir zurzeit 66 Hektar, die wir bewirtschaften. Okay. Und das Ganze, die Tiere haben diesen Offenstall, ist es ja auch, ne, was man dann zu unserer mittlerweile unserer Linken, zu eurer Rechten sehen kann. Und haben deine Tiere das ganze Jahr die Möglichkeit, auf die Weide zu gehen? Also wie sagt man ja, das ganze Jahr Weidezugang oder sind die auch immer im Stall? Ja, also wenn die, wenn das Wetter das zulässt, können die das ganze Jahr raus. Mhm. Das ist jetzt auch so, dass sie jetzt gerade hier laufen. Ansonsten sind die im Sommer auch entfernter vom Hof. Also die, die müssen dann nicht beim Hof laufen im Sommer. Okay. Die sind dann da, wo das meiste Gras wächst. Ja, okay. Da sind die dann. Und das ist natürlich auch ein Stichwort Fressen. Was fressen deine Rinder? Also die, natürlich Gras, aber was ist vor allem im Winter? Worauf achtest du da? Machst du das irgendwie selber? Fährst du selber irgendwie das Gras ein und das Heu? Oder wie machst du das? Also was ist dir bei deiner Aufzucht oder bei deiner Haltung deiner Tiere ganz besonders wichtig? Ja, also die fressen fast ausnahmslos betriebseigenes Futter. Also wir machen Heu oder Grassilage. Dann haben wir noch ein bisschen Mais im Ökoanbau. Mhm. Wobei der Mais eigentlich schon wieder so teuer ist, dass er fast zu teuer ist für die Rinder an sich. Ja. Und dann machen wir einfach, was an Futter da ist. Übrigens Kleegras wird angebaut, dass die im Winter dann gut versorgt sind. Ja. Aber das sind nur die Jungtiere, die so ein bisschen Getreide, was sie jetzt mittlerweile auch selber anbauen, kriegen, dass die Jungtiere einfach gestärkter sind. Also die Kühe an sich kriegen nur Grassilage und Raufutter. Und bei der Haltung jetzt selber, und man merkt es dir ja auch an, das ist für dich eine Herzensangelegenheit. Ja, du und deine, das ist ja nicht, das ist untrennbar, wenn man darüber spricht. Was ist dir persönlich jetzt wichtig bei der Haltung? Also du hast ja jetzt einen Offenstall, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erklären. Was ist deine persönliche Motivation, deine Tiere, ja, wie du es tust, auch zu halten? Ja, wichtig ist einfach, dass sie viel Luft und viel Licht haben. Also früher war es ja so, dann waren die im Stall angebunden, war wenig Licht, wenig Luft und die haben den ganzen Winter nur auf einem Fleck gestanden. Mhm. So, die können sich jetzt frei bewegen, die können sich den Platz aussuchen, wo sie liegen möchten. Ja. Und sind im Herdenverbund. Mhm. Das heißt, Kühe und Kälber und der Bulle sind eine Herde. Und die Kälber bleiben auch bis zu 8 Monaten bei der Kuh. Mhm. Werden also nicht gleich nach der Geburt von der Kuh getrennt. Ach, schön. Das ist, also das ist auch ein Merkmal dafür, oder? Für das Ökologische ist das, oder hast du es auch schon immer so gemacht? Ja, oder? Das ist jetzt diese Mutterkuhhaltung, das ist, war schon immer so. Ja. Also die Kuh gibt auch nur so viel Milch, dass das Kalb gut ernährt wird. Also es würde sich jetzt nicht lohnen, die Kuh zu melken, sondern es ist einfach fürs Kalb genug. Ich habe heute gelernt, dass das heißt ja, bevor sie einen Kalb bekommen haben, ja immer noch Rind. Und dann, wenn sie gekalbt haben, erst dann heißt es eigentlich erst Kuh. Tierhaltung geredet, aber auch vor allem mit den Leuten, mit denen man das Ganze, oder die es auch machen, ja, die da mit Herzblut dahinter stehen. Und ich meine, wann beginnt dein Tag morgens? Wann startest du in deinen Tag? Ja, ist immer so ein bisschen abhängig, wie viel zu tun ist. Mhm. Schnitt am 7 Uhr aufstehen. Nicht um 4 Uhr klingelt der Wecker, sondern ja, ja, dafür geht es abends auch meistens ein bisschen länger. Also das sind ja, also abends ist es auch, auch 7, halb 8, wenn es Feierabend ist. Also
Also jetzt von der Geburt an bis nachher, ja, sagen wir es einfach, bis zur Schlachtung. Wie alt werden deine Rinder und Kühe? Wie alt sind die? Solange die immer wieder tragend werden und Kälber kriegen, einmal im Jahr, dann werden die richtig alt, haben wir die entsprechende Leistung dahinter stecken. Mhm. Und das ist eben so der Weg über die Direktvermarktung. Ist dann, wenn ein Tier nicht mehr tragend wird, das kommt hin und wieder vor, dann die älteren Kühe gehen dann auch nicht mehr in die direkte Fleisch-Direktvermarktung, sondern eher in die Verarbeitung. Okay. Und ja, im Schnitt werden die schon so 6, 7, 8 Jahre alt. Ah ja, okay. So ist, glaube ich, das Mittel. Mhm. Okay. Ja, warum ich mir manchmal das Gesicht fasse, sind einfach die Fliegen. Es ist so, wir sind hier in der Natur, es ist einfach schön. Ich freue mich, dass wir heute hier miteinander sprechen dürfen. Habt ihr Fragen, dann schreibt es einfach nochmal in die Kommentare. Und Klaus, wir haben es gerade angesprochen, es geht in die Direktvermarktung. Wir arbeiten ja mittlerweile auch schon über ein Jahr jetzt zusammen. Du vermarktest dein Rindfleisch über meinmarktstand.de. Und uns persönlich ist es ja wichtig, dass vor allem gemacht wird. Und uns ist aber auch wichtig, dass die Leute damit das auch mal ausprobieren. Mhm. Ne? Also geht mal bei uns auf die Webseite, schaut euch mal das Sortiment an, was Klaus anbietet. Und dort gibt es von kleinen Einzelstücken bis aber auch zu den größeren Paketen alles, was man sich so vorstellt. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen was darüber erfahren, wie ist denn der letzte Schritt letztendlich, ja, also in dem Leben eines dieser Tiere. Wo schlachtest du deine Rinder und gibt es da auch noch ein Merkmal, auf das man hinweisen möchte und kann, vielleicht auch sollte? Ja, also die Schlachtung, das ist eigentlich so das Wichtigste überhaupt. Wenn man da jetzt, weiß nicht, hunderte von Kilometern fahren muss zum nächsten Schlachthof, viel Stress, dann auf dem Schlachthof viele andere Gerüche, andere Tiere. Das ist schon ein Merkmal, was die Fleischqualität schmälert. Ich habe jetzt einen Schlachter hier direkt in der Nähe gefunden, 15 Kilometer entfernt. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Da fahre ich dann morgens um 8 hin, dann bin ich bei ihm und dann ist der Tierarzt da, der macht dann die Lebendbeschau. Dann wird das Tier in aller Ruhe in die Bucht geführt und wird dann relativ schnell und schmerzfrei geschlachtet, ohne Stress. Dann bin ich auch dabei und nach dieser Schlachtung fahre ich wieder nach Hause. Am nächsten Tag hole ich das dann gekühlt wieder ab. Also das ist für mich eigentlich so die stressfreieste Schlachtung, die ich zurzeit anbieten kann. Ja, schön. Noch lieber würde ich eine Hofschlachtung machen, aber da sind die gesetzlichen Vorgaben so hoch. Okay, das wird sich für einen Einzelbetrieb kaum rechnen. Weil das die Kosten sind, die da das unterscheiden nachher? Oder weil ich könnte mir auch vorstellen, dass ich habe das mal gehört, irgendwie Weideschlachtung oder sowas gibt es da ja auch. Das ist so eine Hofschlachtung, was du meinst, oder? Genau, ja. Das ist dann zum Beispiel auch Kugelschuss in der Weide. Dann wird das Tier also komplett nicht in Stress versetzt. In Stress veranlasst das Tier ein Hormon auszuschütten. Was das Fleisch hart oder dunkel und zäh macht. Ah ja, und dann ist das zuletzt nicht mal das schöne Filet genießt, aber das einfach zu fest und zu hart ist. Ja, okay. Und je stressfreier alles abgeht, desto besser ist der pH-Wert und dann ist auch die Reifung besser. Also ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Toll. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Also ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, das ging euch genauso. Klaus, hast du noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest? Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, auf das du hinweisen möchtest? Ja, hast du noch irgendwie was auf dem Herzen, was du ausdrücken möchtest? Ja, dass man vielleicht nochmal die Wertigkeit des Rindfleisches nochmal hervorhebt. Dass es einer der wenigen Lebensmittel ist, die wirklich, wovon man alleine leben könnte. Okay. Das ist sehr reich an Spurenelementen, Eisen, Zink, Selen. Was sehr wichtig ist für den Körper und auch andere, um andere Sachen zu verdauen, muss man auch diese Spurenelemente haben. Ah ja, okay. Viele Aminosäuren, die wichtig sind. Omega-3-Fettsäuren wird oft von gesprochen, also das ist sehr wichtig. Und das ist also für mich ist es lebensnotwendig. Ich bin also na klar. Fleischesser durch und durch. Ja, geht mir genauso. Also ein gutes Fleisch. Vor allem das Fleisch von euch oder von dir, das esse ich ganz gerne. Aber jetzt nochmal für mich die letzte Frage. Wie schmeckt das denn eigentlich? Also kannst du das irgendwie beschreiben, wie der Geschmack vom Limousinenrind ist, von dem Fleisch selber? Kann man das irgendwie beschreiben oder festmachen? Es ist sehr schwierig zu beschreiben. Viele sagen, das geht Richtung Wild,
oder ja, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ich würde jedem raten, das mal auszuprobieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Also jedem. Ja, genau, einfach mal ausprobieren, sich selber ein Bild machen. Das ist natürlich auch, das kommt auf die Zubereitung an. Mhm. Also man kann auch ein schönes Stück Fleisch schnell zu einem schlechten Stück Fleisch machen. Mhm. Also nicht zu lange braten oder zu lange köcheln lassen, weil das in sich schon sehr zart ist, weil das gut abgehangen ist. Schön. Also ist nicht so wie früher, dass Mutter morgens um 5 den Braten auf dem Topf, auf dem Herd setzt, wenn das mittags dass er gar sein soll. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also mit einem vernünftigen Grill oder weiß nicht, eine Art Biefer in der Art 30 bis 45 Sekunden von jeder Seite beim Steak, das ist schon fast genug. Und dann ist es von innen noch schön rosa und das läuft mir ja schon das Wasser wieder. Ja, das glaube ich. Vielen Dank für deine Informationen und für deine Tipps heute. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, Klaus Hinrichs ist seit heute ja auch mit seinem Betrieb bei Facebook. Also schaut unbedingt mal bei Limousinenzuchtbetrieb Klaus Hinrichs vorbei. Und Klaus Hinrichs wird euch jetzt die nächste Zeit auch mal gerne mitnehmen. My Lord unterstützt das Ganze auch, wie ihr hört. Ja? Also unterstützt ihn auch dabei, lernt ihn besser kennen. Und teilt das Video. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne, wie man so schön sagt, einfach mal einen Daumen da. Und ja, wir sagen tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.